Damen und Herren, bei der diesjährigen Präsentation der Ströck Weihnachtsbühne. Wir sind heute zum 12. Mal bereit im Einsatz auf Feuerfelder Straßenbahn in der Vorweihnachtszeit für den guten Zweck um den Ring. Am Samstag geht's los. Ich darf begrüßen Frau Gabriele Hintermeier, Gründerin und Vorsitzende von Moki Wien, jene Einrichtung, die heuer den Erlös der Ströck Weihnachtsbühne bekommen wird. Frau Irene Ströck, Geschäftsführerin der Bäckerei Ströck und Günter Steinbauer, als Geschäftsführer der Wiener Linien. Ich bitte Sie ganz kurz um ein paar Worte. Ja, recht herzlichen Dank. Was Moki ist, das bringe ich immer gerne mit einem Beispiel. Es haben sicher viele von Ihnen Kinder oder Enkelkinder. Und wenn man sich überlegt, wenn jetzt ein Kind an einer Kinderkrankheit erkrankt ist oder an einer Grippe erkrankt ist, was das für Sorgen und für Ängste auslöst. Das ist aber dann meistens nach einer Woche oder maximal nach 2 Wochen wieder vorbei. Wir betreuen Kinder, wo das Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte diese Ängste und diese Sorgen im Vordergrund stehen. Wir haben sehr viele frühgeborene Kinder, die teilweise bis zur 22. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Und dann, wir begleiten sie die ersten Wochen zu Hause und geben den Eltern wieder die Sicherheit, die sie teilweise im Spital schon hatten. Aber unser großer Schwerpunkt sind chronisch kranke Kinder, Kinder mit Behinderungen, schwerstbehinderte Kinder und Kinder, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung haben und das Erwachsenenalter wahrscheinlich nicht erreichen werden, also die vorher sterben werden. Und wir unterstützen die Eltern, damit die Kinder dort zu Hause sein können, wo ihr Zuhause ist. Wir begleiten Kinder auch in Schulen, in Kindergärten und begleiten sie und die Familien aber auch in der Zeit, wo es Kindern teilweise wirklich sehr schlecht geht. Wir pflegen, wir begleiten, wir unterstützen und das alles ist zum Teil gefordert, aber ein Teil der muss mit Spenden abgedeckt werden und deswegen möchte ich mich bei Ihnen, Frau Ströck, und bei Ihnen recht herzlich dafür bedanken, dass Sie die heurige Aktion uns zugute kommen lassen. Weil mit dem Geld können wir sicher wieder viele Familien unterstützen und sie ein Stück begleiten. Dankeschön. Ja, also von mir auch ein herzliches Willkommen zur heurigen Weihnachtsbühne. Wie Sie wissen, ist sie zum 12. Mal unterwegs. Sie fährt die Ringrunde in Kooperation mit den Wiener Linien. Und wir haben ganz wenig, also ganz leicht den Ticketpreis erhöht, weil es für einen guten Zweck zugute kommt. Um 5 Euro erhalten Sie, wie gesagt, eine Ringfahrt und eine Mehlspeise aus unserem Hause. Und ich hoffe, es kommt ausreichend wieder an Geldern, Spendengeldern zusammen. Der komplette Ticketerlös geht natürlich an die gemeinnützige Vereinigung Moki. Ja, dann darf ich Sie auch herzlich begrüßen. Das Wetter schaut ja jetzt nicht nach Weihnachtsbeam aus, so wie wir da stehen, aber es ist trotzdem so, dass in 5 Wochen Weihnachten ist. Man könnte es kaum glauben, wenn wir hier so in der Sonne stehen, aber die Sonne ist, glaube ich, auch was Wichtiges als Lebenselixier und da ist es besser, als wenn wir hier im Nebel stehen. Das gibt vielen Leuten auch wieder Auftrieb, denen es vielleicht sonst nicht so gut geht. Wir freuen uns auch, dass die Kooperation heuer wieder möglich ist. Wir sehen jetzt sozusagen nur die Bühne sozusagen für diese Veranstaltung, die wir hier gerne zur Verfügung stellen. Schon jetzt in Tradition nach 12 Jahren und ich denke, es wird auch heuer wieder die kleineren und größeren Kinder durchaus begeistern, hier diese Runde zu drehen. Die alten Straßenbahnen ziehen immer irgendwie an. Wir sehen das auch bei unserem neu gestalteten Verkehrsmuseum jetzt in der Remise. Wenn man da interaktiv ein paar Dinge herzeigt, werden wir von den Besuchern fast gestürmt. Ging vorher, wo halt nur ein paar Fahrzeuge in der Halle gestanden sind. Noch einmal, ich wünsche also der ganzen Aktion natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg, dass es auch wieder in ähnlichen Dimensionen wie in den letzten Jahren hier hoffentlich vom Ergebnis so sein wird und wir werden uns irgendwann im Jänner oder Februar, denke ich, wenn die Abrechnung da ist, dann wieder treffen. Da wird es wahrscheinlich nicht ganz so warm sein, davon gehe ich aus. Danke.